So, hier haben wir ein Kilo Gold, hier haben wir ein Kilo Silber. Sieht erstmal gleich groß aus. Silber ist doppelt so dick. So, und wenn ihr es nachher in die Hand nehmt, dann spürt ihr erstmal, wie groß die Dichte von Gold ist gegen Silber. Ich möchte das exemplarisch vor Augen halten, weil Silber hat eine Menge Vorteile. Wir haben vorhin im Vortrag gehört, dass viel durch die Elektromobilität aufgebraucht wird. In jedem Tesla stecken 3 bis 5 Unzen Silber. Merkt euch mal die Zahl, ja? Hochrechnungen sagen, im Jahr 2035 ist dieser Silbervorrat aufgebraucht. Was passiert, wenn etwas knapp wird? Brauche ich euch nicht erklären. Der Preis steigt.